Ihr verwöhnt eure Söhne mehr als eure Töchter. Komm sofort her, sofort her. Ihr nehmt es persönlich, wenn das Essen anderer Mütter besser schmeckt als euers. Du bist überrascht. Surprise. Natürlich. Ich ist das so? Nee. Lüge, Lüge, Lüge. Nee. Ich würde es halt auch niemals sagen, aus Angst, dass ich sie halt verletze. Du kannst die Wahrheit sagen. Nein. Wann das schmeckt, wann so schmeckt. Geht nicht, geht nicht. Ich komm, ich sag vielleicht, das ist lecker oder das hat voll gut geschmeckt. Ey, die machen das voll lecker. Meine Mutter so, dann hast du noch nicht das Essen von deiner Mutter gegessen. Aber ich werd nicht sauer. Ich liebe dein Essen, wirklich. Mach schon mal deine Koffer, ja? Es gibt Sachen, die können wirklich andere nicht besser kochen. Es gab Sachen, wo ich dann gesagt habe, boah, die macht es richtig gut und bei dir schmeckt es jetzt nicht so. Dann hast du gleich versucht, dich zurecht zu fertigen. Genau. Aber sie hat aber auch so ein... Die hat so ein Gerät, ja. Die hat so ein Stein. Ja. Hätte dein Papa mir eine coole Küche gekauft wie da, dann hätte es auch so geschmeckt. Ja. Ihr seid unpünktlich und habt ein extrem schlechtes Zeitmanagement. Was? Wann bin ich unpünktlich? Oh, Hot Take, Hot Take! Unpünklicher ist meine größte Angst, ich habe Albträume davon. Wegen Zeitmanagement. Okay. Die rennen hin und her schnell, die wollen was schaffen und auf einmal, die lassen was da und der Post da und die Sache hier und da. Das ist kein Zeitmanagement, kein gar nichts, oder? Jetzt kommt das. Komm, das habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Also Unpünktlichkeit ist mein zweiter Name. Du verlierst dein Gesicht bei einer Person, wenn du zu spät kommst. Und ich habe kein Gesicht mehr. Wie ist das mit Reisen? Deswegen haben wir unseren Flug verpasst. Was? Wo? Nach Dubai. Weil er sitzt auf seinem Bett, meine Tochter auf ihrem Bett. Ich sage, Leute, wir müssen nach Hamburg fahren und das ist Stau gerade, habe ich im Internet gesehen. Und dann die sagen, ja, Mama, chill mal, chill deine Leben. Weil sie immer Stress machen. Ich kann nicht mein wir Leben haben noch Ihr seid Meister darin, uns ein schlechtes Gewissen einzureden. Hab ich die Frage eigentlich? Weißt du, was wir damit meinen? Was? Sowas wie, wenn ich irgendwann sterbe, ja. Dann werde ich ja. Ja. Genau sterben, ja. Dann werde ich so. Ja. Sowas, also ich muss leider sagen, diese ja. Hunde ja. Auf Drama. Also sie gibt es gerade genau zu, so. Also ich bin schon so, ich muss schon ehrlich sein. Wenn ich sage, Mama, ich will ausziehen, ich will wegziehen, lässt du mich alleine hier? Deine Mutter lässt du alleine? Allah wird dir nicht verzeihen. Allah wird dir nicht verzeihen. Vielleicht, ich sag sowas manchmal, weil ich bin in Deutschland seit 33 Jahren ohne Eltern. Ohne Geschwister, ohne keiner. Und ich sage, wenn er verliert mich, er wird selber erleben, wie schwer. Deswegen, ich erkläre das, damit sie richtig mich ernst nehmen. Und weil aber das macht doch einem voll das schlechte Gewissen aus, dass du sagst, ich gehe jetzt und ich komme nicht mehr oder so. Weißt du, das ist halt so. Wenn ich noch niemals sage, ich gehe. Natürlich, du sagst es immer. Irgendwann lasse ich euch alle alleine und gehe. Genau, einfach. Genau. Irgendwann. Ich packe genau. Meine Koffer und gehe so. Und ich kriege diese Arbeit mit. Das bin ich mit. Doch, ja. Ich bin mit euch. Ja. Also Allah hat nicht gesagt, entwickel dich nicht. So, weißt du? Wenn ich sehe, das ist gut für meine Gesundheit, auch für deine Zukunft, für meine Zukunft, wenn ich mich entwickle. Mhm. Verstehst du? Ja. Ja? Okay, gut. Love. Dann bist du auch hier. Ihr behandelt uns wie Putzfrauen und nehmt uns als selbstverständlich. Oha, ja, was? Ich mache das Haus ganz sauber, die ganze Zimmer, die ganze Schränke, also die Klamotten mache ich sauber. Und alle Kinder kommen, auf einmal ziehen sich das an und die ganze Klamotten wieder auf den Boden. Ich sage, bitte, lass die Klamotten wieder im Schrank. Die machen einfach nicht und die gehen einfach weg. Sag Mama, ich habe keine Zeit. Ich glaube, kein Kind macht das also bewusst so, oder die meisten nicht, ah ja, das macht dann Mama, sondern oh, ich kann das gerade nicht machen, aber ich mach's später. Mhm. Und dann macht's halt die Mama, weil sie keinen Bock drauf hat. Ich lasse 2-3 Tage so, wenn ich sehe, dann die haben keine Zeit, dann mache ich das selber. Nee. Also ich muss rüber. Also, selbst ich kann das.
Ich hab's gerade gegen Pat und Sam verstanden und Sam, wir beide das gleiche. Wir haben genau. Wir sind voll schon wieder ähnlich. Ich sag sogar so oft zu ihr, du musst es nicht machen. Chill doch dein Leben. Und ich sag genau, warum guck mal, chill. Lass doch mal liegen, mach doch mal nicht und chill dein Leben einfach. Meine Mutter ist, was ich halt sehr, sehr an ihr schätze, ist, sie macht alleine die Wäsche für 6 Leute. Boah. Unser Issue ist, meine Klamotten verschwinden immer. Mhm. Und ich raste aus. Oh mein Gott, wasch deine aus. Bro, ich kaufe ihr Klamotten, ich zahle Geld. Nein, einmal war dieses Problem, weil... Mama, die Hälfte meiner Klamotten ist weg. Ich muss neu kaufen. Wir haben Heizung, diese Heizungsleitungsbruch. Und dann da kam so viel Wasser. Als ich wiedergekommen bin, die Klamotten hatten so richtig Feuchtigkeit. Ich habe die ganze weggeschmissen. Du hast weggeschmissen? Ihr verwöhnt eure Söhne mehr als eure Töchter. Komm sofort her, sofort her. Wir sind 4 Mädels und ein Junge. Er ist der Jüngste auch noch. Nicht nur der einzige Junge, er ist auch der Jüngste. Selbstverständlich. Wir lassen erstmal die Kinder. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Eltern einfach nach 4 Kindern keinen Bock mehr hatten mit so streng sein, Handy safe durchgehen, safe oder so. Ne? Aber es stimmt zu 100%. Wer muss die Küche putzen, wenn ich und Moody zu Hause sind? Du kannst schneller und du kannst das anders. Aber ich muss das ja auch lernen von dir. Er ist nicht klein, er ist 17. Sie ist getriggert. So viel größer als ich. Mit stärker. Also wenn meine Schwester und ich auf Couch sitzen, du kommst rein, guckst mich an, ich guck so weg. Und dann guckst du meine Schwester an, mach sauber, die Gäste kommen. Und ich so, ja. Aber ich muss schon sagen, also dass mir vielleicht als Mamas manchmal denken, die Jungs können das nicht. Also von dem vielleicht, dass er kommt. Die Menschen lernen schneller. Jungs stellen sich nur dumm an. Jungs und Männer stellen sich nur dumm an, die können alles mindestens genauso. Yusuf hat das sogar ein bisschen bestätigt, indem er sagt, ja, auf Sofa, ich könnte es auch machen, will ich aber nicht. Ab heute wird es richtig streng für dich. Ja! Ich möchte dafür so. Ihr geht nicht ans Telefon, wenn wir euch anrufen, weil wir euch egal sind. Ich weiß sogar von wem, das kommt schon von meiner Mama. Nee, nicht von mir, aber trotzdem, das von klappt mir. Genau. Wenn ich nicht rangehe, dann hat es nicht damit zu tun, dass es mir egal ist, sondern vielleicht habe ich gerade zu tun, vielleicht kann ich nicht rangehen, vielleicht... Also tagsüber verstehe ich das schon, aber wenn es nachts ist, dann habe ich ein Filmkino in meinem Kopf und sind jetzt im Acker gelandet oder hat jetzt jemand überfallen. Und das habe ich aber auch schon ganz oft gesagt, schreibet mir ganz kurz, ihr müsst nicht rangehen, ja. Ich lebe noch. Wenn wir jetzt in deutsche Familien gucken, machen sie diesen, ich nenne es jetzt mal sehr provokant, Stress, nicht den ihr euch macht, emotional. Also, ja. Ohne jetzt zu richten oder zu sagen, das ist besser und das ist schlechter, darum geht es mir nicht. Gibt es dafür Gründe? Bei deutschen Familien nämlich war, ich persönlich, das ist immer so, dieses Selbstverständnis, mein Kind geht raus, kommt wieder nach Hause. Bei mir ist so, als ich rausgegangen bin, meine Mutter dachte, ich werde umgebracht. Ja, weil wir die Kinder immer als kleine Babys noch sehen und immer meinen, wir müssen die noch vermüttern und aufpassen und nie loslassen können. Aber wie kommt das? Also wir sind in einem anderen Land aufgewachsen. Bei uns war nicht so, dass die Kinder allein nachts rausgehen. Wir sind manchmal mit unseren Gedanken wieder in unsere Heimat. Das ist manchmal falsch. Aber wir haben schon Angst, um euch zu verlieren. Wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr euch weder entschuldigen, noch es zugeben. Was machen wir mit dem Madame? Weiß ich auch nicht. Wenn du zum Beispiel was falsch machst, natürlich versuchst du es wieder gut zu machen und dann ist auch alles wieder gut. Es wird gerechtfertigt. Es werden Argumente gegeben, warum war so und so, anstatt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, du hast recht. Machst du als Mutter Fehler? Wir haben manchmal Fehler. Entschuldigst du dich dafür in der Regel? Oder? Manchmal, ich erkläre, warum habe ich das gemacht. Ja. Ich erkläre den Grund. Aber das ist keine Entschuldigung. Wenn man's, ja, das ist keine Entschuldigung. Und wenn man es anspricht, dann ist das so zum Beispiel, sagst du, ich lüge? Oh mein Gott. Das und das? Ich bin deine Mutter oder so, weißt du? Du gehst in dein Zimmer, klatscht die Tür zu und denkst, ich krieg das schon mit. Also, dass das so, dass man so nicht Entschuldigung sagen kann und es dann mit einer anderen Geste versucht, so zu zeigen. Hey, Essen ist fertig oder... Aber manchmal will man nicht sein Lieblingsessen, sondern vielleicht einfach eine Entschuldigung. Wann würde ich eigentlich die Seite doch wechseln? aber nicht. Aber eine klassische Zeit. Ich habe mich immer bei dir entschuldigt.
Aber ich habe nicht zugegeben, dass ich Fehler gemacht habe. Weil bei uns ist immer so, Mutter und Vater sollen nie sich schwach zeigen vor die Kinder. Genau, das wollte ich gerade sagen. So aufgezogen worden. Ja, hear me out. Wir wollen nicht von euch, dass ihr euch vor uns klein macht, weil ihr seid unsere Eltern, wir wollen euch hochheben so. Aber ihr macht euch noch, in meinen Augen macht ihr euch noch größer, wenn ihr auch Schwächen zeigt und sagt, weißt du was, Entschuldigung. Diese Umstellung ist für uns schwer einfach. Ihr seid unsere Eltern, ihr seid für uns unser Heiligtum so. Aber wenn ihr euch entschuldigt, dann glaube ich, kommen wir uns noch mal näher. Nie sind wir gut genug für euch. Ich fühle mich eigentlich gerade sehr unwohl, dass ich auf dieser Seite stehe, weil ich gerade die Einzige bin und so. Ich will das auch gar nicht so negativ werden oder so gegenüber meiner Mutter oder so. Egal was man oder wie viel man macht, das ist trotzdem nicht, also noch nicht ausreicht irgendwie. Dass es immer noch irgendwie Sachen zu bemängeln gibt. Auch meine Mama natürlich ein bisschen strenger ist, was viele Dinge angeht. Aber ich glaube, das hat vor allem einfach was zu tun, dass sie immer wollte, dass ich so die beste Version von mir selbst werde. Kinder ist das Schönste auf dieser ganzen Welt. Und die Eltern lieben die Kinder über alles. Und die wollen einfach manchmal nicht zeigen. Weil die Kinder, dann werden die einfach hochnäsig und so. Deswegen, man schweigt ein bisschen. Es ist schon so, dass ich wirklich weniger Lob an die Kinder weitergebe, weil ich das für selbstverständlich dann sehe, dass die ein bisschen im Haushalt mitwirken müssen. Weil ich bin auch alleinerziehend, habe auch eine Arbeit und muss auch für alle drei Kinder dann extra auch kochen. Nachmittags bin ich schon K.O. belastet und muss dann ins Bett. Würdest du dir mehr Lob oder mehr Kritik wünschen? Ich selber? Lob natürlich. Kritik. Mehr Kritik? Von den Kindern? Ja. Du hast es nicht verstanden, oder? Du willst mehr, Lob selber oder willst du mehr Kritik, dass wir mehr dich kritisieren? Also eigentlich bin ich so ein Mensch, wo mehr auf Kritik wirkt. Weil Lob ist mir nicht so hart. Das geht so vorbei. Du, das ist bei mir ja. Also nie zu viel Lob, die Kinder könnten zu hoch gehen. Nachher fliegen sie weg. Ja. Oder sehen das als selbstverständlich. Wie würdest du es dir wünschen? So ein bisschen mehr so auch sagen, dass man stolz ist und dass man die Kinder trotzdem irgendwie schätzt und auch sieht, was sie machen. Und ihr seid uns gegenüber undankbar. Wir das aber selber ja so die Kinder erzogen haben, dass die das als Normalität sehen. Die können es gar nicht erkennen, genau, wie viel Arbeit jetzt dahinter steckt. Ja. Weil wir das viel abnehmen den Kindern, die das gar nicht so richtig verstehen können. Ich muss nur mal kurz nachfragen. Vorhin hast du gesagt, das könnte man ja auch einfach nur als Kritik nehmen, um dich zu empowern. Oh, Uno Reverse. Uno Reverse. Also bei uns so, dass ich von meinen Kindern oft dann immer höre, du magst mich sowieso nicht. Du magst meinen Bruder mehr, du magst der Kleine sich, du magst Samia mehr. Ja, das kommt vor, also, aber ich würde nicht sagen, dass ich trotzdem, also ich bin trotzdem dankbar. Und wofür seid ihr denn dankbar? Sie ist für meine Entwicklung irgendwie verantwortlich für alles und ja, ich habe sehr, sehr, sehr viel Positives von ihr gelernt, was ich inshallah irgendwann meinen Kindern auch so weitergeben möchte. Ich kann gar nicht genug dankbar sein und ich finde, du machst auch viel zu viel und auch wenn ich das nicht oft zeige, Mama, ich sehe das, ich respektiere das und ja, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies, Digga. Oh. Habub. Meine Mutter, die größte Supporterin war in meinem ganzen Leben bis jetzt. Also, dass sie halt alleinerziehend ist und dass sie halt wirklich beide Rollen übernimmt und diese ganze Kraft. Und ich frage mich halt wirklich echt manchmal, wo nimmt sie diese ganze Kraft her? Und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Also, und ja. Ich muss jetzt auch gleich weinen. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, welches Thema wir als nächstes angehen sollen. Abonnieren nicht vergessen, da wo Madame steht, einfach schön draufdrücken. Und hier geht es zu einer letzten Folge, Wahrheit oder Vorurteil. Und hier geht es zu unseren Funkkollegen von Auf Klo. Intime Fragen, Töchter und Mütter müssen ehrlich zueinander sein. Es kann auch sein, dass es Mütter und Töchter heißt.